Hallo Leute, ja, Custom NPC ist jetzt drin, man sieht da jetzt. Wir können also dann NPCs machen. Aber ja, ich weiß nicht, wo man die herstellt, also die Sachen. Ah, ich glaube Add, oder? Das ist Custom NPC da. Ja. Dann schauen wir mal, was ich da meine. Wir müssen da einen Stab herstellen aus Brot. Ja, das ist eigentlich nur dieses Zeug, das wir den NPCs geben können. Ah, hier unten. Der Zauberstab hier. Ja, da können wir allerhand NPCs machen. Sie irgendwie herumlaufen lassen oder sie etwas sagen und so weiter. Ja, außerdem bin ich im Heimweg von der Nether-Ruine noch gestorben. Ich bin über diese heiße Blöcke gelaufen und habe da gebrannt und wenig Leben gehabt und wollte mich einbauen. Da kam jetzt so eine Riesenspinne aus Natura, glaube ich. Und die habe ich dann auch besiegt. Dann hat sich aufgesplittet in drei kleine Spinnen und eine von denen, also zwei, habe ich danach noch besiegt und dann war ich tot. Dann bin ich dort wieder hingegangen und habe die Spinne besiegt mit meinen Händen und musste halt dann die Items wieder mitnehmen. So, wir nehmen jetzt alle Sachen, die wir brauchen, rüber. Ich habe dort eine Kiste gemacht. Ja, das Wichtigste ist halt auch Leder. Das haben wir. Ja, doch haben wir. Aber was ist noch wichtig? Die Zauberflaschen. Sind die schon drüben? Okay. Schlafen wir kurz. Bevor wir da noch Monster haben. Wir gehen jetzt ja, die haben wir, Glasflaschen, genau. Wir gehen jetzt in eine neue Welt. Wir müssen kurz noch die Tintensäcke haben wir noch genug. Wir haben doch mal gesammelt wieder. Ja. Die noch sammeln, machen. Und dann können wir eigentlich in die neue Welt gehen. Mit Wasser füllen. So, oder? Gut. Dann haben wir das. So. So. Machen wir gleich mal 5 Tinte. 6 wäre besser, aber haben wir jetzt gerade nicht mehr. Dann müssen wir hier Leder reintun. Also sind das Seiten. Glaube ich, Leder, oder hier oben ist Leder. Ja. Ah, oh, Papierseiten. Da. Papier. So. Genau. So. Glasflaschen nehmen wir draus. Dann machen wir ein Buch. Das glaube ich mit Leder. Ja. Schön, geht gut. Das legen wir hier rein und benennen es Welt 1 wieder. So, dann haben wir hier die Welt wieder. Also, wir gehen in die Mistcraft-Welt schauen. Hoffentlich haben wir genug Holz dort. Und sonst booten wir uns ein bisschen runter und holen dann ein bisschen Stein oder so zum Haus bauen. So. Habe ich jetzt das grüne Buch aufgemacht und drauf?
Nein, ich habe das Ding, es sah nur so aus. Gut. Jap. Jetzt geht es ja ziemlich ohne Lecks und so. Ah, oh, Wasserwelt, toll. Nur Wasser. Okay. Ja, das ist nicht so gut. Nur Wasser. Wollen wir uns runterbuddeln? Wir sind auf 64 hoch. Dö. Ja, wir haben kein Holz dabei. Jetzt kann ich das jetzt nicht benutzen. Hallo? Ach komm schon. Ah, es leckt nur. Gut. Ja, ich will wieder zurück. So. Ja, das ist eine blöde Welt. Eine Kackwelt. Zwei von denen. Ja, Leder brauchen wir nicht, aber die Saiten sind noch drin, ja. So. Welt 2. So. Und dann noch ein Buch, müssen wir Leder haben. Sodele. Also, aufmachen. Ich will es dir reinlegen, genau. Und du nicht. Dich werfe ich dann gleich in die Welt. Ja, es ist ja immer halt Zufall. Tja. Was so kommt. Der blöde Zufall. Wenn wir nur Wasser haben, bringt es nicht. Und wenn wir nur Luft haben, aha. Aber Holz haben wir. Die ist schon recht geil. Aber das ist, da ist so wenig los. Ja, warten wir noch ein bisschen. Oh, ja, da drüber bin ich dann. Das ist krass. Puh. Geronimo! So. Dann sammeln wir ein bisschen Holz. Aber wir haben doch eine Axt, komm. Die Axt wieder dahin. So. Und gehen dann rüber. Oh, ich mag nicht so riskante Welten. Ich bin ja nicht so ein Survival-Profi in der Luft. Weil ich ja. Naja. Einfach so mit Missgeschickten nicht so umgehen kann. So. Schön viel Fichtenholz. Machen wir kurz eine. Es ist andersherum. Ein Buchständer noch. So, und mit dem anderen Holz gehen wir dann rüber. Ja, die Steuerung ist halt auch nicht so gut für mich geeignet. Darf einfach nicht loslassen. Was ist das da unten? Was ist das? Irgendwie ein Stein. Von dem Underground Biomes Constructs. So, reicht das Holz? Ich hoffe schon. Gehen ein bisschen hier rüber. Ja, es ist weit, es ist sehr weit.
Ja, auf die andere Seite wäre es vielleicht ein bisschen näher, aber weil ich jetzt schon angefangen hier, geht es schon. Geht ja eigentlich relativ schnell. Vielleicht sollte ich mal Bed Wars oder so spielen. So, jetzt nur noch in diese Richtung. Das da wäre das. Ah, das ist einfach die Decke, also die grauen Steine. Man sieht ja immer nur das oberste. Ja, ist gar nicht mal so schlimm. Es ist nur der Respekt. Und ich habe irgendwie immer Höhenangst in Minecraft, aber im Real Life nicht, in anderen Spielen nicht, aber in Minecraft habe ich immer Höhenangst. Vielleicht eben wegen der Steuerung und so. Was mir nicht so liegt. Ich war schon immer kein Freund von der Steuerung. Zu wenig exakt sozusagen, ja, also. Halt minimalst. Die Steuerung ist einfach so minimal, wie es nur geht. So, wir brauchen mehr Holz, aber dann holen wir mehr Holz. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch kein Holz mehr für irgendwo hinbauen. Dann sowieso zurückkehren. Die Welt, ja, die Welt ist jetzt nichts Besonderes, wo wir etwas gut abbauen können. Außer Lehm, also Ton. Ich schaue gerade, ob es irgendwie ein Baumaterial hätte, aber nö. Schade. Sie sieht schon cool aus, die Welt, aber sie ist unnütz. Und das wird halt einfach immer wieder unnütz sein. Also die Welten, die sind halt sehr selten ganz wichtig für uns. Und wir machen einfach die ganze Zeit Welten und wir schauen dann. Das macht ja auch den Sinn daraus. Ja, dass wir halt nicht alle Items gleich vom Beginn an haben, sondern eine Herausforderung haben. Und finde ich gut. Auch wenn es halt ein bisschen in die Länge zieht oder langweilig wird. Das ist nun mal, viele Leute können auf YouTube gar nicht mit Minecraft umgehen. Und sind dann gleich empört, ja, Minecraft Let's Plays sind langweilig oder scheiße oder sonstige was. Ja, ist ja klar, es ist halt kein Call of Duty oder Diablo 3, wo alles sofort zu Action kommt und fertig ist und alles Mögliche, wo man nie richtig denken muss zum Ziel oder so. Es ist, Minecraft ist halt einfach ein Geduldsspiel und dann, ja, dass die Inter also die interessanten Sachen langsam zum Vorschein bringt. Und was, wenn ihr bedenkt, wie viel Let's Plays ich schon geschaut habe von Minecraft, mir wurde es noch nie richtig langweilig. Mir wurde es eigentlich eher langweilig, wenn jemand irgendwas nicht gemacht hat, also nichts gemacht hat, nur geredet hat. Dann wurde es mir manchmal langweilig bei den Let's Plays. Aber solange irgendwas gemacht wird oder gebaut wird, gefarmt wird, oder so habe ich eigentlich immer Interesse an den Projekten. Und ja. Und dann muss ich die Kommentare, also will ich die Kommentare meistens noch lesen und dann sehe ich so blöde Kommentare, oder? Naja. Manche Leute können halt mit Mainstream nicht umgehen. Müssen nicht mehr etwas Neues haben oder sind direkt irgendwie empört darüber, was so abgeht. Rosengranit. Rosengranit.
Ja, es gibt ja den Rosestein. Aber Rosengranit. Ein Granit mit Rosen. Ja, hier viel zum Abbauen von diesem Rosengranit. Und jetzt haben wir gebrannte Ton. Nur gebrannte Ton, okay. Kein farbiger Ton. Da haben wir Orangen. Da haben wir sogar Sand noch. Ja, ne. Da haben wir nochmals gebrannte Ton. Wir müssen weiter nach oben. So, da haben wir hellgrauen Ton. So, nehmen wir einfach mal wieder ein bisschen mit. Da haben wir wieder Eis. Wir gehen dann noch zur Festung, oder? Noch ein bisschen. Da ist der gelbe. Gelbe sieht schön aus, aber das können wir sicher noch chiseln oder so, dass es noch schöner aussieht. Mal überlegen. Ich habe immer gerne gelbe Häuser gebaut. Oder rote. Also am Anfang war es immer rot, ja. Ist immer noch rot eigentlich meine favorisierte Farbe für Häuser. Also wenn es alles aus Stein oder so. Aber und Holz. Aber ja, man wechselt halt die Baustil, die Farben wieder. Aber wir nehmen trotzdem ein bisschen genügend Gelbes mit. Gelber Ton. So, und schauen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Aber es ist eine Nacht. Können wir schlafen wenigstens? Schlafen wir mal einen Moment. Da haben wir ganz viel Quarz. Schön, 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 schön. Also, dann gehen wir kurz noch rüber. Oder ich baue mich rüber und starte dann den nächsten Part, wenn ich drüben bin. Hopp. Ja, Vorsicht. Vorsicht, Junge. Also, bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.